Willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir. Diesmal sind es wieder zwei Pakete geworden und es wird auch das letzte Unboxing für dieses Jahr sein, zumindest was die Bestellungen für das unterm Jahr einfach angeht. Die Silvester-Unboxings werden natürlich folgen und kommen, aber wie gesagt, letztes Unboxing erstmal für dieses Jahr. Wir haben einen kompletten Karton mit Raketen. Ihr könnt euch wieder denken, wofür es ist. Oder für welche Sache es bestimmt ist. Von Nico das Magie der Ringe. Mit den Bombenraketen, also den Ring Rockets von Nico. 7 Stück. Dann von Komet Kugelkopfraketen. Sehen aus wie die Keller Stars of Trinidad. Kenne ich jetzt persönlich so nicht. Dann haben wir hier ein Veko Set. Mit mittleren Raketen und kleinen Raketen. Ich weiß nicht, ob es das im Discounter gibt. Ich denke mal eher schon, weil online habe ich es bisher noch nicht gesehen. Dann haben wir einige lose Raketen, wie hier die Topaz von Keller, schon was älter. Dann haben wir hier von Pyromax eine Greenshot 2 und nochmal eine Nico-Rakete, die Green Glitter. Dann haben wir eine Panda-Rakete, Greenstar. Dann aus dem Mr. Big Set von Panda die Red Wave-Raketen. 2 Stück. Dann haben wir hier die Green Shot 1 von Pyromax. Nochmal so ein Nico Green Glitter. Eine Juwel-Rakete von Veko, wo der Lightjump abgebrochen ist. Eine Giant Max 2 mit blauen Sternen von Pyromax. Dann eine Smaragd von Keller. Eine Green Star von Keller. Dann aus dem Burn Baby Burn Set die Jawbreaker von Leslie. Sowie die Vanilla Sky. Dann haben wir noch eine Rakete von Nico, die Orange Orbit. Dann Shooting Star von Pyromax. Ebenfalls aus dem Burn Baby Burn Set von Leslie Madhouse. Nochmal eine Nico Rakete Purple Pirate. Eine Green Star von Panda. Eine Golden Ring Bomb Rakete von Komet. Eine Crackling-Rakete von Panda. Eine Brillant-Star-Rakete von Pyromax. Dann einmal eine Purple-Star von Panda und einmal eine Green-Star von Panda. Eine Treiber-Rakete von Panda und zwar die Green Wave. Die sind ja sehr gut, wie ich finde. Eine Zyklon von Leslie. Nochmal eine dicke Giant Max 1 von Pyromax. Und die letzte lose Rakete, soweit ich sehen kann, die Saphir von Keller. Dann haben wir hier ein Full Moon Nico Sortiment, das zwar schon offen ist, aber die Raketen noch alle da sind, bis auf ein, zwei. Und dann haben wir hier das Windbreaker. Hier fehlen auch einige Raketen, aber dafür sind dann noch einige lose Raketen vom Panda im Karton gewesen. Somit war der Karton auch jetzt schon leer. Und dann haben wir hier einen kleineren Karton 16 von den Panda-Töpfen Gold. Das sind ja diese, ich meine 30mm Rohre oder ne 50mm Rohre waren das ja vom Panda. Die haben jetzt keine Banderole, also diese bekannte Banderole, wie ihr die kennt, mit dem Feuertopf Gold Aufschrift, sondern die sind von diesem Verbund, dieser Panda Goldwand oder Feuertopfwand, wie sie da heißt. Und die habe ich pro Rohr 1 Euro für bezahlt, weil die nicht gezündet habe im Feuerwerk beimjenigen. Und er hat dann halt gesagt, weil sie halt nicht mehr ohne Standfuß und nicht mehr zusammen sind und keine Zündschnur, zumindest keine lange Zündschnur bei den meisten ist. Hier ist zum Beispiel gar keine mehr dran. Hat er die mir für 1 Euro verkauft pro Stück, 16 Euro insgesamt, 16 Stück. Und ja, dafür kann man nicht meckern.
Und ich weiß auch schon, was damit anzufangen. So, das war's von dem kleinen Unboxing. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Restmontag. Und wir sehen uns dann demnächst.